Tom, der Abschleppwagen. Hallo Hector, na, viel zu tun heute? Verfolgst du das zu schnell fahrende Auto da vorne? Schau, er hat gerade eine rote Ampel überfahren. Den darfst du nicht entkommen lassen. Dranbleiben, Hector! Hey, Hector! Vorsicht! Oh, Hector! Da ist Rauch an deinem Rotor! Hector! Vorsicht! Vorsicht! Ups! Ach, Hector, mach dir doch keine Vorwürfe. Es war einfach Pech, dass du das Auto nicht erwischt hast. Oh, du brauchst Hilfe, Hector. Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er kann dich reparieren. Warte hier. Hey, Tom. Tom, wir brauchen deine Hilfe. Hector, der Hubschrauber, hat Probleme. Beeilung, Tom. Susi, Tom spielt später mit dir. Tschüss. Hier musst du links, Tom. Super. Schau, da ist er. Beeilung. Hey, Hector. Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Hector. Tom, bist du bereit? Nein, Tom. Hector hat keine Räder. Dadurch ist es schwierig, ihn zu bewegen. Was sollen wir machen, Tom? Hervorragende Idee, Tom. Du besorgst einen Anhänger und ich frage Charlie den Kran, ob er uns hilft, Hector auf den Anhänger zu heben. Charlie, Charlie, wir brauchen deine Hilfe. Hector hatte einen Unfall. Komm, auf geht's. Hier kommt Charlie. Tom braucht deine Hilfe, um Hector auf den Anhänger zu heben. Vorsicht! Perfekt, Charlie. Vielen Dank für die Hilfe. Tschüss, bis bald. Und schon sind wir in der Werkstatt. Hector, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Eines von Hectors Rotorblättern fehlt. Dürfte schwierig sein, ohne es zu fliegen. Suchen wir ein neues Rotorblatt für Hector. Könnte das hier passen, Tom? Nein? Was ist mit diesem hier? Nein? Und das hier? Perfekt! Geschafft! Gute Arbeit, Tom! Was kommt als nächstes? Okay, die Landekufe ist als nächstes dran. Ja, du hast recht. Wir müssen sie komplett austauschen. Das wird ein bisschen komplizierter, als wir dachten.
Perfekt, Tom. Brauchen wir noch etwas, Tom? Einen Schraubenschlüssel, natürlich. Jetzt haben wir alles. Super. Jetzt aber vorsichtig mit den Schrauben. Und hier kommt die neue Landekufe. Großartige Arbeit, Tom! Hector kann hervorragend stehen auf seiner neuen Landekufe. Schauen wir uns mal den Heckrotor an. Also, bist du bereit, Hector? Gute Arbeit! Jetzt bist du bereit zum Abflug, Hector. Tschüss, Hector. Viel Spaß! Hey, Ethan! Ordentlich zu tun? Was ist los, Ethan? Schwierigkeiten? Oh Mann, jemand muss dich reparieren. Lass uns Tom den Abschleppwagen rufen. Er kann dir helfen. Tom! Hey, Tom! Ethan, der Kipplaster, braucht deine Hilfe. Ich zeig dir, wo er steht. Wir müssen zur Baustelle. Beeilung! Hier links, Tom. Super. Wir sind gleich da, Tom. Keine Sorge, Ethan. Tom ist auf dem Weg. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Hey, Ethan, Tom ist da, um zu helfen. Wir haben ein Problem, Tom. Ethans Ladeklappe sitzt fest. Keine Sorge, Ethan. Du kommst mit in die Werkstatt und wirst repariert. Oh, Ethan ist zu schwer. Das muss am Stein liegen auf der Ladefläche. Was sollen wir tun, Tom? Hast du eine Idee? Gute Idee, Tom. Wir bitten Charlie, den Kran, uns zu helfen. Hey, Charlie, kannst du uns mal kurz helfen? Super. So, jetzt ist Ethan leicht genug, um ihn zur Werkstatt zu schleppen. Dankeschön, Charlie. Keine Sorge, Ethan. Wir haben dich in 0, nichts repariert. Und da sind wir auch schon, Ethan. Was ist das Problem, Tom?
Oh, ich verstehe. Die Schrauben von der Klappe sind zu fest. Wir brauchen einen Schraubenschlüssel, um sie zu lösen. Wo ist der Schraubenschlüssel, Tom? Findest du ihn? Gute Arbeit, Tom. Jetzt kann die Klappe von Ethan wieder auf und zugehen. Ach du liebe Güte, sieht aus, als hätte Ethan einen Platten. Wir brauchen das Pressluftgerät, um ihn wieder aufzupumpen. Wo ist das Pressluftgerät, Tom? Ach, da ist es ja. Der Reifen muss ordentlich aufgepumpt werden. So ist es perfekt. Okay, Tom. Du sagst, Ethan braucht einen neuen Anstrich? Das ist die falsche Farbe. Wo können wir sonst noch nachschauen? Im Regal? Gut gemacht, Tom. Das ist genau die richtige Farbe. Wow, Tom! Ethan sieht nagelneu aus. Schau, wie glücklich er ist. Was ist los, Tom? Was ist dir aufgefallen? Du hast recht, Ethans Bremslicht funktioniert nicht. Vorsicht, Tom. Du musst genau das Richtige finden. Nein, das ist ein rotierendes Warnlicht. Nein, das ist eine Handlampe. Und sie ist weiß. Das ist genau richtig. Bremslichter sind immer rot. Das ist super, Tom. Es passt perfekt. Bist du zufrieden, Ethan? Es sieht großartig aus. Tschüss, Ethan. Tom, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, Charlie. Na, viel zu tun heute? Oh nein, Charlie. Dein Haken ist kaputt. Aber hey, mach dir keine Sorgen, Charlie. Tom, der Abschleppwagen, hat dich in 0, nichts repariert. Warte, ich hol ihn schnell. Hey, Tom. Charlie, der Kran steckt in Schwierigkeiten. Auf geht's! Ja, beeil dich, Tom.
Tom, weißt du, wo Charlie ist? Schau, da ist er ja. Beeilung. Hey Charlie, Tom ist hier. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Charlie. Ganz schön schwer, was? Auf geht's! Alle Mann in die Werkstatt! Charlie, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Als erstes müssen wir den Haken ersetzen. Mal schauen, was wir auf Lager haben. Könnte der hier passen, Tom? Du hast recht, der ist nicht stabil genug. Und was ist mit dem hier? Du hast recht, das ist ein Anker. Und was ist mit dem hier? Perfekt! Na, das sieht doch super aus, Charlie. Alles dank Tom. Gibt es noch etwas, Tom? Dein Drehgelenk scheint zu haken. Tom, was schlägst du vor? Ja, du hast recht. Wir versuchen es mal mit dem Schraubenschlüssel. Vielleicht kannst du es damit reparieren. Da, der Schraubenschlüssel. Hervorragend. Charlie, schau mal, ob dein Drehgelenk jetzt besser funktioniert. Das klappt doch super. Was ist los, Tom? Gibt's ein Problem? Ah, ein kaputter Frontscheinwerfer. Den hätte man leicht übersehen können. Aber das ist doch überhaupt gar kein Problem für dich, Tom. Ich bin sicher, den hast du schnell repariert. Welches ist die richtige Größe für Charlies neuen Scheinwerfer, Tom? Also, was denkst du, Tom? Ja, du hast recht. Der hier sieht perfekt aus. Charlie, du hast einen neuen Frontscheinwerfer. Ist das nicht toll? Gibt es noch etwas, Tom? Gute Idee. Verpassen wir Charlie eine Wäsche. Na, dann wollen wir mal. Uhu. Wow, jetzt siehst du fast aus wie neu, Charlie. Was für eine Verwandlung. Gute Arbeit, Tom. Tschüss, Charlie. Tom, bis zum nächsten Mal. Tschüss.